Heute machen wir wieder eine extrem krasse Side- und Safe-Jump-Challenge. Jedes Mal, wenn ihr ein Safe- oder Side-Jump schafft, kriegt ihr 100 Gems in eure Tasche. Lasst auch gerne ein Abo und ein Like da und wir gehen direkt in das Video rein. Let's go! Es geht los! Safe- und Side-Jump-Challenge lieb! Möchte hier probieren, Safe- und Side-Jumps zu machen. Jedes Mal, wenn ihr wirklich ein Safe- oder Side-Jump schafft, bekommt ihr 100 Gems. Um das ganze Projekt hier aufzuhören, müsst ihr einmal einen Daumen nach oben oder irgendein Emote machen und direkt rausgehen, damit das hier wirklich... Oh, Doppelroll muss man nicht machen. Er probiert es trotzdem und ist raus. Oh no, gar keine Gems. Doppelroll ist zu schwierig, don't do this. Die könnt ihr überspringen, weil das ist so crazy schwierig, aber er hat es gut gemacht, wirklich. Für die erste Person richtig nice. Als nächstes möchte YouTube hier probieren, Side- und Safe-Jump-Challenge mitzumachen. Die erste Wall nimmt er direkt hier mit und schafft sie auch gerade so. Die Wall kann er überspringen. Er probiert sie trotzdem, nimmt sie und ist raus. No, so close. Die erste war relativ unsicher, aber er hat es trotzdem geschafft. Bei der zweiten war er zu schwitzig unterwegs und war dann raus. Keine Gems für den Jungen hier. No, ich hätte ihm so gegönnt. Platzi möchte es jetzt hier mal probieren, Safe- und Side-Jumps auf der linken Seite. Ich glaube, er ist wirklich einer der wenigen, der ab und zu mal auf der linken Seite probiert. Und er schafft ihn auch. Das kann er hier einmal überspringen. Das wäre natürlich zu krass, das geht nicht. Aber hier auch einmal bitte überspringen und da die Wall nehmen. Und schafft er es. 100 Gems hat er bis jetzt. No, Platzi ist auch raus. Oh no. Es ist wirklich schwierig. Safe und Side-Jumps sind, glaube ich, das Schwierigste in ganz Stumble, Guys. Deswegen ist das halt so, so pain. Aber ey, gut gemacht an alle, die es hier probieren. Danke, dass ihr auch mitmacht. Es ist soweit. SG Pro 2.2 möchte hier Safe und Side-Jumps probieren. Der Erste. Mal gucken, wie der Erste wird. Daran kann man schon meistens sehen, ob er es schafft oder nicht. Das sieht gut aus. Er hat jetzt keinen Kick mehr, weil die ist sehr weit auf der rechten Seite, aber hat es trotzdem noch geschafft. Er nimmt sich anscheinend hier die Gems mit nach Hause. Das sieht gut aus, weiter so. Er ist halt wirklich ein kleiner Pro, scheint es ganz so. Aber ihr wisst selber, das kann innerhalb von 10 Sekunden, kann sich die Stimmung hier komplett ändern und man ist einfach direkt raus. Aber nein, was? Er hat einfach ein Ball-Emote gemacht und in den Laser. Ihr habt gesehen, das ist ein Zeichen dafür, dass er aufgehört hat. Er hat auf jeden Fall die ganzen Gems, die er gesammelt hat, mit nach Hause genommen. Ich gönne ihm vom Herzen. Wie krass ist das denn einfach? Richtig cooler Typ. Robin möchte jetzt hier probieren, die Side- und Safe-Jump-Challenge zu schaffen. Ich bin mal gespannt, wie gut er ist. Das bricht er erstmal ab. Da ist er sich zu unsicher. Aber er probiert es jetzt hier zu machen. Er ist relativ weit rechts. Das sieht sehr, sehr böse aus. Aber schafft er es trotzdem? Er schafft den ersten und gönnt sich die ersten 100 Gems hier für sein Konto. Aber wird er es nochmal schaffen? Boah, das sieht sehr, sehr krise aus. Aber es scheint zu klappen. Es scheint wirklich zu knappen. Er hat anscheinend einen eigenen Trick gefunden, wie man Safe- und Side-Jumps macht. Jeder macht das auch so ein bisschen anders. Deswegen ist das relativ gut so. Er nimmt ihn mit. Er nimmt ihn mit. Wichtig und richtig hier. Er nimmt sich Team Gems mit nach Hause. Aber wir wissen alle, er muss auch wirklich frühzeitig rausgehen. Es kann wirklich alles passieren, dass er hier rausliegt. Oh, das war close. Okay. Okay. Es sieht gut aus. Nimmt er mit. Wichtig. Und er ist raus. Er nimmt sich die Gems mit nach Hause. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu deinen Gems. Gut gemacht, Robin. Let's go. Es ist soweit. Julian Beck, Fragezeichen, möchte hier die Safe- und Side-Jump-Challenge auch probieren. Ich bin mal gespannt, wie gut er ist. Richtig gut. Er war früher schon öfters in meinen Videos, aber letzte Zeit nicht mehr. Jetzt ist er wieder am Start und holt sich hier auch die Gems mit nach Hause. Wie gesagt, es kann alles ganz schnell hier vorbei sein. Da muss man wirklich aufpassen und er bleibt noch drinnen. Er bleibt noch drinnen, das sieht gut aus. Er ist raus, Laser, so close. Oh mein Gott, Julian, was war das denn? Knapperitis, ich hätte es dir so gegönnt und richtig nice gespielt. Aber da ein kleines bisschen zu weit nach rechts, dann direkt in den Laser rein. Oh no, please. Jesper ist der Nächste, der hier probiert, die Gems mit nach Hause zu nehmen. Mal gucken, wie viele Saves oder Sidejumps er wirklich schafft. Close, aber gut. Der Sprung war relativ clean. Aber er macht einen relativ weiten Boden. Aber das sieht sehr gut aus bis jetzt. Jesper muss halt wirklich aufpassen, dass er frühzeitig rausgeht. Oh nein, 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 nimm ihn nicht mit, nimm ihn nicht mit.
Der wollte einen Safe Jump machen und ist raus. Da war er zu nervös oder so. Ich hab's genau gesehen. Er war zu sehr am Schwitzen, wusste nicht, was abgeht. Und dann ist er rausgeflogen. Oh no. Wie close war das denn, Leute? No, no, no. Please. Crazy, crazy, crazy. Umut ist der Nächste, der hier probieren möchte, mit dem krassesten Skin überhaupt hier die Side- und Safe Jump Challenge zu machen. Wir sind mal gespannt, wie viel er schafft. Warum steht er so weit links? Und er schafft trotzdem. Ich kriege die Herzinfarkte einen nach den anderen. Das sieht, hier sieht schon besser aus. Aber man muss wirklich aufpassen. Wie gesagt, jeder macht sich so ein bisschen anders, die Safe- und Side-Jumps. Und? Pass bloß auf, dass du so rausgehst. Die sehen noch nicht so clean aus. Die sehen nicht so clean aus. Ich hab's euch gesagt. Oh mein Gott, da hätte er raus müssen. Raus müssen. Aber no, er ist raus. Zu spät rausgegangen. No, no, no. Oh no, wie close war das denn? Pikachu möchte hier als nächstes Safe und Safe Jump Challenge machen. Wir gucken mal, wie gut er hier wirklich ist. Ob er hier die Gems aus meinem Portemonnaie rausnimmt oder nicht. Ja, das war ein sehr closer Safe Jump, aber hat es auf jeden Fall nochmal geschafft. Wir müssen wirklich gucken, dass die hier wirklich frühzeitig rausgehen. Sonst kriegen die gar keine Gems. Aber er macht das richtig gut. Er macht das richtig gut. Pikachu, nein, natürlich nicht Pikachu, sondern Pikachu ist hier auf jeden Fall am Start. Die Wall würde ich überspringen. No, er hätte die Wall überspringen müssen und den nächsten nimmsten, weil Doppelwall ist halt wirklich nur für die krassesten Profis, dass man das wirklich schafft. Aber wirklich gut gemacht. Da hätte er wirklich frühzeitig rausgehen müssen und dann hätte er die Gems mit nach Hause nehmen können. Wirklich, wirklich krass hier, der Junge. Es geht los. Scar möchte hier die Safe- und Side-Jump-Challenge auch probieren. Ich bin mal gespannt, wie gut er darin hier ist. Er schafft den ersten und ist schon mit dabei, das gibt's doch nicht. Sobald man aufhören möchte und die Gems mit nach Hause nehmen möchte, muss man einmal ein Emote machen, damit ich Bescheid weiß, dass er die Gems mit einpacken möchte. Er springt! Er springt einfach und denkt sich so, I'm a flying man. What? No, please. Please, please, aber gut gespielt. Da scheint es irgendwelche Lags gegeben zu haben, aber no, please. Internetproblem oder so, ich merke das schon hier. No, no, no. Die Dias Best ist hier, probiert hier einmal Side- und Safe-Jump-Challenge. Ich bin mal gespannt, wie gut er hier wirklich ist und ob er das schafft. Er sieht sehr wackelig aus, aber schafft den ersten hier direkt. Das sieht schon sehr gut aus. Und den zweiten schafft er auch noch mit. Er muss hier wirklich aufpassen, diese kann er überwinden. Aber jetzt muss er ganz schnell hier in den Positionen finden und schafft es auch. Wie gut, weil die Dias ist ja auch der Beste. Er muss halt wirklich aufpassen, frühzeitig genug rauszugehen. Weil wenn er nicht rausgeht, kann das ganz schnell schief gehen hier. Und er verliert alle seine Gems. Oh mein Gott, ich hab's gesehen, er war zu weit links. Er war zu weit links. Er hätte es fast geschafft. Er hätte alle Gems mit nach Hause nehmen können. Aber nein, ihr müsst wirklich aufpassen, frühzeitig rausgehen. Sonst ist das hier ganz schnell vorbei. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Oh mein Gott. Malik probiert jetzt hier als nächstes die Gems mit nach Hause zu nehmen. In der Safe- und Side-Jump-Challenge. Er muss halt wirklich Concentration machen. Abend. Er geht rein, der erste ist schon direkt raus. Und er will raus, oder was? Was heißt das Zeichen? Ich check gar nichts. Will er weitermachen oder nicht? Er scheint doch weiterzumachen zu wollen. Und schafft ihn auch noch, aber knapp. Da waren ein paar wirklich bei, die nicht so clean aussahen. Und das war so close. Malik, pass bitte ganz gut auf, nicht, dass du zu viel möchtest oder nicht. Oh mein, er ist raus, er hätte schon der beiden letzten raus sollen. Er ist komplett raus und kriegt keine Gems leider. What the fuck? Close, 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 closes. No, no, no. Es ist soweit. Kito möchte hier die Safe- und Side-Jump-Challenge machen. Ich bin mal gespannt, wie gut er hier wirklich die Safe... Und er ist direkt raus. Er kriegt einen Jump-Pack und ist komplett over. Nicht mal einen hat er mitgenommen. No, please. Wie bitte, ey. Die Safe- und Side-Jumps-Bugs sind halt so krass gerade. Crazy. Es geht los. Perel möchte anfangen hier mit Safe- und Side-Jumps. Er schafft den ersten schon mal. Und es geht los. Die ersten 100 Gems sind in seiner Tasche. Und er schafft es auch. Okay, es geht weiter und 300 Gems sind schon in seiner Tasche drin. Er wird mich, glaube ich, hier wirklich mein Konto minus machen, aber das sieht sehr gut aus. Ich würde ihm natürlich richtig gönnen, wenn er hier mit was mitnimmt. Close ist, jetzt muss er hier einmal durchbanken. Oh, er will beide schaffen, ob das wirklich geht. Gut so, da war Gott sei Dank einer, der ein bisschen lockerer war. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Hier Safe und Side Jumps, das ist painig, aber er macht's wirklich gut. Holy Macaroni, er macht sogar die Doppelwalls. Ich kann das alles nicht mehr. Er nimmt hier wirklich viele, viele Waves mit nach Hause. Oh,
Wie gesagt, man muss halt wirklich aufpassen, dass er nicht zu viel macht. Wenn er zu viel möchte, kann es ganz schnell hier over sein. Und er kann natürlich dann auch ganz schnell hier wieder raus sein und nichts mitnehmen. Aber das sieht schon sehr, sehr gut für ihn hier aus. Er nimmt wirklich ein, macht gerade ein Sidejump nach dem anderen. Sidejumps sind auch wirklich gut. Oh, wichtig. Jetzt kommen hier natürlich sehr viele, die er machen muss. Und es ist vorbei. Er nimmt die Gems mit nach Hause. Glückwunsch, Birell. Kuss geht raus. Herzlichen Glückwunsch zu deinen ganzen Gems. Ich glaube, er hat heute die meisten Gems mitgenommen. Richtig, richtig gut hier. Glückwunsch. Es geht los. Der nächste, der es hier probieren möchte, ist einmal Dante. Wie viele Side- und Safe-Jumps wird er hier wirklich machen? Und wird der frühzeitig rausgehen? Er möchte Safe-Jumps machen. Ich kann das alles nicht mehr. Er ist wirklich ein guter Spieler, aber schafft er die auch? Ja, er nimmt die mit. Er macht hier Safe-Jumps, das gab es noch nie in dieser Challenge. Und er schafft wirklich einen nach den anderen. Safe-Jumps sind halt sehr viel schwieriger als Side-Jumps. Und das hier wirklich zu schaffen, ist wirklich eine gute Leistung von Dante. Ich bin richtig begeistert von ihm. Und er schafft es auch noch, das gibt's doch alles nicht mehr. Er macht hier wirklich die Safe-Jumps-Variante und nimmt sich hier die Gems mit. Er denkt sich, okay, Safe-Jumps sind einfach easier oder was? Was ist denn? Und er ist raus! Er hätte Smiley machen müssen oder so. GG an dich, aber Crazy Jumpback bekommen. Oh no, keine Gems für ihn. Es geht los. Jetzt möchte hier einmal FCB, der eben die ganze Zeit für uns den Überleber gemacht hat, hier einmal die Side- und Safe-Jump-Challenge probieren hier. Ich bin mal wirklich gespannt, wie viel er schafft. Den ersten hat er schon direkt in seiner Tasche drin und das ist schon mal sehr gut. Aber er muss halt auch wirklich, wirklich aufpassen. Double Wall. Oh mein Gott, das ist ein bisschen wenig Platz jetzt. Oh mein Gott, er ist sehr weit links, er ist sehr weit links und ist raus, oh no, da ist die Doppelwall, hat ihn zu sehr verwirrt und ist raus, oh no, I can't believe this, crazy Maisie. So Leute, das war das Video mit Safe und Safe Jump Challenge, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und hier findet ihr noch weitere Videos, die ihr natürlich nicht verpassen solltet und wir sehen uns natürlich morgen mit einem neuen YouTube Video, bis dann Leute, ciao.